Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder zu Let's Play Borderlands. Wir sind immer noch im DMLC, genau. Das klingt alles ein bisschen dämlich, im DLC The Secret Armory of General Nox. Wir sammeln hier mal ein bisschen Kohle aus. Wir geben Ihnen unsere Reste. Gebt uns eure Armen und wir geben Ihnen einen Job, für den es vielleicht sogar Geld gibt. Gebt uns eure Müden und wir bringen sie dazu, für uns zu singen. Wir sind Atlas. Herzlichen Glückwunsch dazu, Atlas. Wir sind irgendwie dummerweise wieder hier gespawnt. Wahrscheinlich ist das der einzige vernünftige Spawnpunkt. Sind wir hier nicht rausgekommen eigentlich? Weil Tür hier war doch. Ach so, nee. Okay. Doch durch die Tür. Da ist noch einer, der sitzt da rum. Wir müssen jetzt irgendwie, wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir haben Moxie getroffen. Wir müssen uns jetzt ein Auto schnappen und hier raus. Wir können mal eine andere Waffe nehmen. Nein, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, hier direkt nachladen und dann schnappen wir uns hier ein Auto und sehen zu, dass wir hier rauskommen. Oder müssen wir die ganze Strecke nochmal fahren? Hier gibt es aber kein Auto. Nein, erst da vorne, verdammt. Hätte man auch gleich dahin laufen können? Ja, dumm gelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht ja schon wieder prima los mit solchen flachen Witzen. Dumm gelaufen, haha. Ah, na, das kann ja eine Folge werden. Wir haben doch Moxie schon getroffen. Warum war denn da hinten kein Spawnpunkt? So ein Mist. Schießt das Ding jetzt auf uns? Nein. Gut, ist nur Deko. Haben wir Glück gehabt. Oh, man kribbelt so ein bisschen in der Nase, ist ein bisschen unangenehm. So, ab zum Fahrersitz. Wir gehen jetzt los. Ach ja, jetzt muss man ja erstmal zum... Der Crimson Tollway. Da müssen wir jetzt erstmal wieder langfahren. Ich putze in der Zeit meine Nase, während das hier lädt. So, sind wir schon wieder da. Können wir direkt loslegen. Ach, Moxies rotes Licht. So, hier. Ich weiß gar nicht, ob wir hier ein Popo gebraucht haben. Ja auch erstmal relativ jacke. Hier düsen wir mal ziemlich schnell durch. Der Boost hier hält ja ewig bei den Dingern. Das ist ja geil. Wir heben uns mal ein bisschen was auf, weil hier könnte es auch noch mal Ärger geben. Ja, die kann man auch einfach überfahren. Wenigstens hat er sich gemerkt, dass wir hier das Tor schon mal auf hatten. Läuft bis jetzt auch ganz gut. Ah, man will immer... Ah, nicht doch Turbo. Naja, wobei... Der ist ja eigentlich aufgeladen, dann können wir hier... Ah, eigentlich müssen wir jetzt fast da sein. Hier ist Hate Camp. Da wohnt überall nur Hater. Und da sind wir direkt mit Turbo Boost in, ja, Deep Phantoms, keine Ahnung, reingedüst. Und nach dem Ladebildschirm geht es dann auch gleich weiter. Da sind wir schon. Wir waren ja prinzipiell schon, aber wir müssen da noch irgendwie schon wieder da runter. Hätten wir mal beim letzten Mal noch weiter gemacht. Ne, war mal wieder zu faul. Haben wir gedacht, na, haben wir jetzt genug Feuerchen aufgenommen. So viel dazu. So, dann
kommen uns hier wahrscheinlich auch gleich wieder ein paar böse Gegner besuchen. Ach ja, hier die Scheißriesen. Oh. Da waren wir ein bisschen zu nah dran. Finde ich gerade ein bisschen ärgerlich. Ich habe gedacht, man muss davor fahren, damit die in die Luft gehen. Und das kostet uns mal eben 250.000. Ich hab die Karre. Ach, so einen Rucksack können wir gerade nicht gucken. Na, wir haben auch noch 3,4 Millionen. Also merken, nicht zu nah an den Minen vorbeifahren. Ich habe gedacht, die explodieren erst, wenn man wirklich dagegen fährt. Aber ist ja eindeutig nicht so, wie man ihn sehen hat. Ach, der Boost hier, der so ewig lange hält, ist geil. Der regeneriert sich auch vergleichsweise schnell. Die Mini hier müsste ja jetzt weg sein. Ist sie tatsächlich sehr gut. Wir ignorieren die einfach alle mal. Und düsen hier rein. Und hier die Straße hoch und dann sind wir schon wieder auf der Autobahn. Dann können die uns gar nichts mehr. Das tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass das hier mit so einem Theater losgeht. Ach ja, und jetzt müssen wir ja auch direkt wieder aussteigen. Hoffentlich kommen jetzt hier nicht noch wieder die blöden Stealth, Ninja, Assassinen, irgendwas Dinger. Alter, WTF, was willst denn du? Ah, das ist schlechter als unsere. Lass mal einfach mal liegen. Inventar ist ja scheinbar auch voll. Gut, hier platzt erstmal nicht so ein Ding runter. Das ist schon mal gut. Und da drüben habe ich gerade eine große Kiste gesehen. Die habe ich beim letzten Mal so ein bisschen links liegen lassen, wie man sich vorstellen kann. Dann schauen wir doch direkt mal. Nein, das ist Schrott. Und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Schrott. Ist sich nicht irgendwo hier mal eine Shotgun? Ja, auch das ist Schrott. Ach ja, das war das Ding, was nur 2 Schuss hatte. Naja, ist ja egal. Wir schnappen uns einfach das MG, das funktioniert sowieso am besten. Und jetzt kommen wir hier rein, in Moxies Red Light. Sorry wegen dem Saustall hier, aber ein gutes Kidnapping macht immer Dreck. Shane kam hier reingewalzt und hat sich Miss Athena geschnappt. Hat sich gewehrt wie eine Wilde. Die Mütze hat Krallen. Die scheinbar auch. Der Schenk ist auf die Belohnung scharf, die Atlas auf Athenas hübsches Köpfchen ausgesetzt hat. Um sie wiederzukriegen, muss man einen heißen Reifen fahren. Aber zum Glück bist du da bei mir goldrichtig. Ich helfe dir. Na, bereit, die Prinzessin zu retten? Ich denke schon. Fahr zu dem Knast. Such eine Felsenzunge in der... Wir schauen uns erstmal um. Quatsch du mal ruhig weiter. Ja, ich sag mal, wirklich viel, sieht aus wie ein billiger Stripschuppen. Und machen wir uns nichts vor, das ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch. Da kommen wir nicht rein, aber hier sind Automaten, da können wir zumindest verkaufen. Weil wir müssten ja hier genau jede Menge Schrott dabei haben. Oh nein, habe ich, ne, ich habe verkauft, sehr gut. Hier so ein Eridian-Scheiß. Phantom-Class-Mod, Sirene brauchen wir auch nicht. Immer alles weg damit, das Beste haben wir eh ausgerüstet. Oh, so viel Müll, wer hat denn das alles eingesammelt? Granaten. Was machen wir denn gerade an Granatenschaden? Ist egal, wir haben hier die Regenerationsdinger.
und die... Oh, 612. Das gucken wir uns mal genauer an. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. So, immer weg damit. Wo ist unser Schild? Wir haben 639 und erheblich höhere Ladegeschwindigkeit, also auch das weg. Und damit haben wir jetzt erstmal A wieder Geld, weil damit waren wir ja mächtig knapp. Speicherpunkt. Und wir haben wieder Platz im Inventar und dann reden wir mal mit Moxie. Triff dich mit Moxie und finde die Informantin. Moxie hat dich darüber informiert, dass Mr. Skank deine Kontaktperson entführt hat. Schade. Ja, wir werden ständig stärker. Das haben wir auch abgeschlossen. Straßensperren beseitigen. Das klingt noch relativ einfach. Oh, wir haben einen Skillpunkt erhalten. Jetzt noch nicht auf F drücken, sondern auf K wie Charakter. Und dann können wir noch einen Punkt verteilen. Nö, das ist langweilig. Ein Feind töten regeneriert Granatmunition und steigert Granatenschaden für ein paar Sekunden. Feinde töten verursacht eine kurzfristige Regeneration des Schildes. Was haben wir denn hier? Ein Feind erschießen verringert die Ablenkzeit des Skorpio-Geschützturmes. Das ist alles nicht so. Maximale Gesundheit klingt ganz gut. Nehmen wir einfach mal das da. Machen wir einfach da weiter. So, okay, hier. Ach ne, Straßensperren, das haben wir ja gemacht. Da können wir quasi auch direkt schon wieder los. Aus Moxies Trip-Schuppen. Landstreicher bekämpft man am besten aus dem Fahrzeug heraus. Stand hey Mann, da. Mom sagt, du brauchst den Racer für eins von deinen Abenteuern. Ich habe das Digistruct ins Catch-or-Ride-System hochgeladen. Kannst ihn dir holen, wann immer du willst. Aber sei vorsichtig, verglichen mit dem Monster ist dieses Ding so stabil wie ein Papiertaschentuch. Ah ja. Und wir müssen jetzt die ganze Autobahn wieder zurück. Na toll. So eine Scheiße. Aber gut. Alter, was wollt ihr denn alle? So, der ist auch weg. Da hinten läuft noch einer. Und der unten irgendwo. Ah ja. Oh, ein Killer. Der war schon etwas schwieriger. In Anführungszeichen, der war natürlich nicht schwieriger, aber... ja, das war halt nicht so ein normaler Gangster. Das war... Ach, ist ja auch scheißegal. Granaten brauchen wir nicht, Scharfschützengewehr, naja, wir nehmen das einfach mal mit. So, wie gesagt, Granaten haben wir genug. Ja, dann geht's. Dann schnappen wir uns jetzt ein Auto und fahren den ganzen Weg wieder zurück, damit es auch ja nicht langweilig wird. Ach Mensch. Aua. Alter, WTF. Der Turm macht das schon. Gut, dann könnte ja jetzt eigentlich hier alles clear sein. Nein, der da lebt noch. Okay, der sieht aus, als würde er viel Schaden machen. Macht aber weniger als unserer. Somit langweilig. Macht auch weniger Schaden als unsere, auch langweilig. So, dann haben wir das von vorhin auch eingesammelt. Und dann können wir uns jetzt wieder ein Auto schnappen. Warum kommen wir hier eigentlich nicht durch? Ach so, weil da... Hey, was ist? Kannst du losgehen? Monster, und was hatten wir hier noch? Oh, Racer. Dieses schicke Teil ist ein Racer. Habe ich von meinem Söhnchen bauen lassen. Er hat genug Power unter der Haube, um die Festung zu stürmen. Also los geht's.
Und jetzt muss man einfach nur da hoch oder gehen, so ein Mist. Die kennen wir ja schon, da hat mir das Monster eigentlich besser gefallen. Der war im Ganzen ein bisschen kraftvoller. Aber wir müssen ja eigentlich auch mal wieder hier auf die Straße hoch. Alter! Oh, wir kürzen hier direkt mal ab. Verdammt, wo ging's denn hier hoch? Ah, hier. Der ist natürlich hier erheblich leichter und wendiger. Und wie sie schon gesagt hat, hat ein bisschen mehr Bums unter der Haube. Und man fährt gerne mal irgendwo davor. Weil denn seine Lenkung natürlich auch ein bisschen... Naja, die reagiert leichter. So, jetzt haben wir es raus. Hat ein bisschen gedauert, aber ihr wisst, was ich meine. So, und wir müssen jetzt ganz ans andere Ende fahren. Schon wieder. Und Straßensperren beseitigen. Das sieht ja prima los. Da fand ich den anderen besser hier. Weil... Ja, einfach immer nur die Straße lang. Es geht nur den, gibt nur den einen Weg. Weil der andere war da ein bisschen... Na, der hat hier halt auch automatisch... Du hast geschossen und der hat automatisch gezielt. Nicht so wie das Ding. Alter. Na, wollt ihr mich vielleicht verarschen oder wie? Ah, der fährt sich scheiße hier. Da fand ich den anderen echt angenehmer. Ah, da war schon mal ein Speicherpunkt. Hier wird es auch ein Auto geben dann. Which way? Dummerweise mit MGs. Den hier Autos sehen aber auch ziemlich groß aus. Oh nee, lade ich auf, Turbo, lade ich auf. Hat ja gerade so gereicht, jetzt noch nicht runterfallen. Ja, und dann sind wir quasi auch schon wieder zurück. Und dann können wir mal schauen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Weil ich sag mal, im Endeffekt sind wir jetzt wieder da, wo es angefangen hat. Und wir können jetzt hier quasi direkt einmal außen drum rumfahren und dann immer weiter nach Norden. Ach Mensch. Die Umgehungsstraße lang. Die sieht aber bis jetzt, bis auf die hässlichen Drohnen, die da rauskommen, auch relativ friedlich aus. Kann man aber zwischendurch mal ein bisschen Boost zünden. Und hier nochmal. In aller Ruhe. Ist mächtig lang hier streckt hier. Ich meine, es ist natürlich mal was anderes, so vom Level-Design her. Aber so im Großen und Ganzen wirkt es ja doch mächtig gestreckt. The Witchway. Da sind wir jetzt. Und die Frage ist, was erwartet uns hier? Und wo müssen wir hin? Erstmal da bis zur Mitte. Das ist wahrscheinlich die erste Straßensperre und dann kommt hier oder da noch eine zweite. Wahrscheinlich da so, das sieht mehr nach Straßensperre aus. Wieso ich Kopf und Kragen für dich riskiere? Erstens finde ich dich süß. Und zweitens hat es mir das Geschäft vermiest, als Atlas Pandora besetzt hat. Als ihr hier Rabatz gemacht habt, sind die Leute in meinen Club geströmt, wie der Schnaps durch die Leber von meinem zweiten Mann. Jetzt, wo die Lens den Highway sperren, ist für mich Feierabend. Und da kommt ihr beiden ins Spiel. Wer ist denn ihr beiden? Muss ich da jetzt mal fragen? Momentan bin's ja nur ich.
Alter, denn ihre komischen Eridian-Waffen da gehen nur tierisch auf den Sack. Oh, vor allen Dingen, wenn man dann hier nicht durchfahren kann. Na gut, sehen wir es mal zu, dass wir zur Straßensperre kommen. Dass die Folge überhaupt noch was passiert. Halt nein, das passiert wahrscheinlich erst nächste Folge. Was? Sehen wir zu, dass wir zur Straßensperre kommen. Vielleicht noch mit so ein bisschen Turbo. Hier ist es jetzt aber eindeutig Zeit, Pause zu machen. Weil da sieht aus wie Straßensperre, also hier so im Hintergrund, und da kam auf der Höhe, jetzt hier nicht da, wo die hässlichen Dinger sind, sondern im Hintergrund halt ein Auto angefahren. Und ich würde sagen, das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich wie üblich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Nacht, wann auch immer die Folge schaut, ihr kennt das ja. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.